Hallo, ich bin Vera Marie, ich bin künstlerische Leitung vom Play Creative Gaming Festival. Play Creative Gaming Festival ist die Veranstaltung rund um digitale Spielkultur. Bei uns steht das Mitmachen, das Ausprobieren, das Selbermachen, das Programmieren, Tüfteln und vor allem das Spielen von digitalen Spielen im Vordergrund. Hallo, ich bin Matt und der Kurator der Play. Mit dem Motto Take a Breath fokussieren wir uns dieses Jahr auf Spiele und Spielformen, welche uns innehalten und reflektieren lassen. Zentral ist dabei die Ausstellung, die mit fast 50 Werken aufwartet. Darunter raumumfassende Installationen, VR-Erfahrungen, wilde Multiplayer, ein Kino mit Filmen, welche in Spielen gedreht wurden, sowie internationale, teilweise unveröffentlichte Indie-Games. Und das Ganze gibt es nicht nur vor Ort, sondern auch online, wo ihr gemeinsam als Avatare das Play Valley erkunden könnt. Das ist unsere digitale Festival-Location direkt im Browser. Die Ausstellung könnt ihr dann eine ganze Woche lang jeden Tag von früh bis abend besuchen und begleitet wird sie von vielen bunten Programmpunkten, durch die wir euch jetzt einmal kurz führen wollen. Der Eröffnungstag ist ein großes Warm-up, denn wir starten mit viel Bewegung und spielen Street Games auf der Straße und auf dem Dach. In Hybrid Challenges trifft unser Online-Publikum zum ersten Mal auf das Vor-Ort-Publikum und in Unpacking Play können alle Menschen Erinnerungsstücke mitbringen und dann gemeinsam die Festivalbühne aufbauen. Und weil schließlich Halloween ist, endet der Tag mit einer Taschenlampenführung durch die Ausstellung und einem Horrorspielabend für mutige Menschen ab 18. Die Vormittage unter der Woche stehen ganz im Zeichen der Schulworkshops. Von morgens bis nachmittags können die Jugendlichen dabei eigene Spielwelten entwickeln, mit verschiedenen Tools eigene Spiele programmieren oder aber auch eigene Geschichten schreiben. Um 11 Uhr geht es dann weiter mit den virtuellen Hausbesuchen, die Einblicke in Berufe rund um Games und Streaming geben. Mit dabei sind unter anderem Dennis alias Wheelie von Wheelie World und die Game Designerin Katrin Radke von Spellgarden Games. Um 14 Uhr werden die Ergebnisse aus den Workshops dann von den SchülerInnen in unserer Speakers Corner präsentiert und wir laden zu einem gemeinsamen Playtest ein. Die Speakers Corner findet sich dann auch im Nachmittagsprogramm wieder und zwar als Bühne für alle. Mit vorheriger oder spontaner Anmeldung können Gäste jeweils 20 Minuten von allem erzählen, was das Herz der Spielkultur hergibt. Also Einblicke in die Entwicklung des eigenen Spiels, Geschichten aus virtuellen Welten oder tiefgehendes Philosophieren zu brennenden Themen. Alles ist möglich, hier kann man sich richtig überraschen lassen. Zum Ausklang kann man sich jeden Abend vor Ort oder entspannt von zu Hause mit uns gemeinsam auf einen virtuellen Spaziergang begeben. Dabei bereisen wir die Vergangenheit von Red Dead Redemption 2. Wir versuchen nur die Öffis in GTA 5 zu benutzen und ein Zuhause in der Postapokalypse von Fallout 76 zu finden. Das Wochenende wird am Freitagabend eingeläutet mit dem Ultimate Tournament. Das ist eine Show, bei der live ein Spiel entwickelt und gespielt wird, auf Basis aller Objekte, die im Verlauf des Festivals auf der Bühne hinterlassen wurden. Ihr wollt als Familie oder mit Freunden kommen? Dann ist das Wochenende genau richtig. Eine Menge an Mitmachangeboten wartet auf euch, beispielsweise das Creative Gaming Studio, in dem ihr selbst kreative Methoden rund um das Thema Games kennenlernen könnt. Ihr könnt beispielsweise eigene Spielecontroller basteln oder aber euch im Storytelling üben. Allen, die sich weiterbilden möchten oder aber wissen möchten, wie man Games im Bildungskontext nutzen kann, empfehlen wir die Workshops und Fortbildungen am Freitag und Samstag. Samstag wird es im Programm dann richtig bunt. Das ist quasi der Highlight-Tag, wo das meiste nationale und internationale Publikum anzutreffen ist. Wir machen da Yoga in GTA und in der Crowd-Controlled Creativity Show kann das Publikum unseren Host Alistair Atchison über eine App fernsteuern und zu allerlei Performances anleiten. Der Abend steht dann natürlich komplett im Stern der internationalen Creative Gaming Awards. Hier werden die nominierten Spiele von Manu und Nina gespielt. Die Gewinnten in der Show verkündet und im Anschluss findet natürlich die große Play-Party statt für die ganze Community. Sonntag schließen wir entspannt ab und lauschen einem Rollenspiel, bei dem man mit einem Jenga-Turm Einfluss auf die Handlung nehmen kann. So, du willst also nach dem Schatz tauchen? Dann versuch das mal und zieh zwei Steine. Ihr habt noch offene Fragen oder wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Dann schaut doch mal auf unserer Website playfestival.de vorbei. Dort findet ihr die FAQs, aber natürlich auch viele Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns. Bis bald.